Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind natürlich wieder bei 7 Days, wenn hier jetzt gleich weiter die Quiz machen. Ich weiß ja, dank euch mittlerweile auch, dass die Händler mittlerweile alle auf demselben Level sind. Ja, das hatte ich auch schon angesprochen, finde ich nicht so schön. Andererseits kann ich es mittlerweile auch verstehen, weil man ja wesentlich länger braucht, bis man die Händler hochkriegt. Das wäre denn doch schon etwas übel, wenn man alle einzeln machen müsste. Also daher, das heißt, kurz gesagt, wir könnten jetzt eigentlich bei Jen weitermachen. Wir müssen sowieso bei der nächsten Stufe bei Jen die Quests annehmen, um zum nächsten Händler zu kommen. Allerdings möchte ich das jetzt noch nicht machen, weil es ist immer so weit zu Jen. Also ganz ehrlich, möchte ich doch warten, bis wir zumindest ein Moped haben. Bevor wir zu Jen gehen. Dann haben wir das etwas einfacher mit den Fahrtwegen. Deswegen machen wir jetzt erstmal gemütlich die Quest hier. Guck mal, hier liegt ein Lootsack, warum auch immer. Das frage ich mich wirklich. Gut. Ja, komm, Kühlmaschenmord, dann Rest kann man auch gebrauchen. Und dann sehen wir mal weiter. Was Horde betrifft, könnte natürlich Tag 14 sein, ich hoffe es aber nicht. Da müssen wir ein bisschen was tun, muss uns fehlen die Materialien. Das ist das Problem. Man kommt ja weit nicht mehr so einfach an wie vorher. Die Horden werden ja immer heftiger und die gehen halt vor allem jetzt auch immer bis morgens um 4. Die Horden-Base funktioniert mit Glück vielleicht noch einmal, den brechen sie uns dadurch. Also da müssen wir echt was einfallen lassen. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, was und wie. Aber das wird schon, das wird schon. So, den nehmen wir an. Ach, dieses Fahrrad, ne? Das ist es. So, warte mal, okay. Einmal kurz, was wir jetzt nicht unbedingt einstecken brauchen. Also das schon. Steroide auch, ja, den Rest brauchen wir eigentlich, aber das kann wenigstens erstmal rein. So, dann besuchen wir die Bude. Ein bisschen aufpassen wegen feralen Herrschaften. Da ist aber noch mehr. Jo. Hallo Bobby. Und nochmal. Shorty, die will auch keiner. Immer drauf. Genau so wollen wir das. Wann habe ich mich schon wieder bei erwischt, zumindest die letzten zwei, drei Folgen, dass ich schon wieder anfange, hier durchzuhetzen. Das will ich ja gar nicht. Ich will gemütlich spielen. Ich werde nicht durchgehetzt. Noch jemand hier? Nö, okay. Wieso ist denn überhaupt Wasser drin? Jo, sowas kann man gebrauchen. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt innerhalb von, was ich, 10 Folgen auf Tag 30 kommen oder so. Das tut euch überhaupt nicht nötig. Sehr feucht hier in der Bude, wenn ich das mal so erwähnen darf. Dankeschön. Dankeschön. Aber ansonsten sehe ich hier auch nichts weiter. Gut, dann lass mal raus aus dem Wasser. Wir haben ja zumindest Licht. Wird ja gleich Nacht. Dann ist es nicht so das Problem. Dankeschön. Ja, das Spiel hatte zwischenzeitlich auch wieder ein Update. Ich habe das aber allerdings jetzt nicht hundertprozentig durchgelesen, sondern nur kurz überflogen. Aber ich glaube, die haben irgendwas mit den Büchern gemacht, ne? Damit man nicht mal so schnell an die Waffen und so kommt. Ach. Aber gut, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Man kam wirklich... Das war eine A21 schon das Problem. Teilweise einfach zu schnell an die guten Waffen. Also das... finde ich schon okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, das können wir dann nachgucken, oder? Das sind die hier. Und die haben ja alles ein bisschen höher gedreht, oder? Das ist ab 11. Okay, naja, gut, das merke ich jetzt nicht so den Unterschied, aber gucken wir mal, Waffen klingen, da ist jetzt auch nicht so der Unterschied. Es geht, ne, es geht. Aber ich müsste mir das nochmal genau durchlesen, ich kann da nicht hundertprozentig was zu sagen. Kann auch sein, dass sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Bücher droppen, etwas runtergedreht haben. Wo ich jetzt auch nichts gegen habe, die findet man doch wirklich sehr häufig. Dankeschön. Hier noch einmal. Oh, brauchen wir nicht. Nee. Aber die Mikrowelle muss mit. Schönes, gutes, leckeres, nahrhaftes Gammelfleisch. Jetzt haben wir noch die schöne gute Nacht dazu. Die ich mal gerne, sehr gerne mochte in 7 Days. Und mir mittlerweile leichte Panikanfälle verursacht.
wenn ich da so an die Feralen denke. Da gehen wir gleich rein. Ja gut, das ist mal Buch, das haben wir schon, können wir auch verkaufen. Zumindest sind wir nicht überladen in der Nacht. Das hat doch auch schon mal Vorteile. Mhm. Der einmal mit, ist nix. Das nehmen wir mit. Wie gesagt, ich werde versuchen, einfach mal ein bisschen langsamer, gemütlicher durch die POIs. Da ist nichts drin. Ne, das hatten wir schon. Damit ich nicht immer so viel übersehe. Mhm, Dankeschön. Okay, hier kommt doch bestimmt was raus, oder? Nicht? Okay, hab ich jetzt mit gerechnet, sag ich ganz ehrlich. Schön. Ach, es geht noch hoch. Ah, okay. Dankeschön. Tschüssi. Okay. Ich habe jetzt damit um die Ecke gerechnet, aber... Dachte her... Ist ein schneller Flieger oder was? Das hört sich nicht gesund an. Alter Stevie! Ruhe hier! Das hört sich gerade echt nicht gesund an. Das hört sich an, als hat Mutti irgendwie Verstopfung auf dem Klo. Ist aber anscheinend nicht so. Dankeschön. Das nehmen wir natürlich mit. Unser Tischchen ist hier. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dankeschön. So, Quest wäre schon fertig. Das haben wir schon. Ist auch kein Geld wert. Zerlinge. Alter. Da kommt hier ein Reich. Viel rausgestürmt. Mei, oh mei. Waren wir da unten nicht schon? Ach, die soll mir eigentlich auf den Kopf fallen, wenn ich in der Küche bin. Hat wohl nicht funktioniert. Okay. So, aber warte mal, bevor wir hier weitergehen. Das scheint der richtige Weg zu sein. Dich haben wir. Ich war hier noch gar nicht. Ach, guck mal, ein Medizinbüchli. Das können wir zerlegen. Danke. Und, jo, ein bisschen Leder. Stoff ist immer gut. Und noch mehr Leder. Leder ist auch immer gut. Auch wenn wir erst kürzlich ein bisschen Leder gesammelt haben. Hallo? Jemand drin? Garantiert, ne? Nicht? Doch. Och. Der Stevie hat's eilig. Bitte. Mehr nicht? Ach, Steve, du enttäuscht mich. Okay. So, ein bisschen 9mm Money. Noch mehr 9mm Money. Das nehmen wir mit. Athletenschuhe. Ist hauptsächlich für Laufgeschwindigkeit und so. Naja, sieht man. Beweglichkeit und so weiter und so fort. Was wird denn das ganze Set bringen? Leichte Rüstung. Du musst nicht der Schnellste sein. Du darfst nur nicht in der Langsamste sein. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Vollständiger Set Money. Verbrauche weniger Wasser und Nahrung. Naja, gut. Naja, aber es bringt Geld. Ist nicht so meins. Haben wir die schon drin? Ja. Gut, nehmen wir trotzdem mit. Und hier? Das Ödland ist voller Dinge, die dich bluten lassen. Man kann nie genug Verbände haben und Stoff ist oftmals schwer zu finden. Ja, finde ich auch nur in Massen, ist gut. Also habe ich mir angeeignet, wie man Pflanzenfasern zu Stoff webt. Jetzt habe ich genug Verbände. Das ist mein Geheimnis. Ja gut, das Buch fand ich damals schon leicht überflüssig. Aber schön. Da Blättis. So, warte mal. Wo ist der Stuhl? Stuhl? Bin ich jetzt blind oder was? Und da. So, dann lass mal rennen hier.
Naja, den können wir auch zerlegen. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Sturmgewehr. Selbstgebautes Maschinengewehr Quali 5. So, da will ich gleich mal was gucken. Ich glaube, als erstes, das nehmen wir mit, taucht die AK auf, oder? So, warte mal. Handfeuerwaffen, Schrotflinten, Gewehre, Maschinengewehre, ist das? Ja. Das ist gut, das ist gut. Ab 11. Gut, dann werde ich mir keinen Sechser hiervon machen. Dann warten wir, bis wir das AK machen können. Die AK. Was haben wir hier drin? Ah. Okay, ein bisschen lame. Schön, schön. Dann sind wir hier auch durch. Was Wurst? Wir haben eh Zeit. Können eh nicht gleich abgeben. Denn, einmal kurz. Immerhin ein paar Parts, ne? Ich werde jetzt hier nicht alles auseinandernehmen. Aber ein paar Kleinigkeiten, das kann definitiv nicht schaden. Dankeschön. Die werden wir sowieso früher oder später brauchen, also. Macht das da jetzt nicht so den mega Unterschied? Guck mal, hier ist noch ein bisschen Messing. Wenn noch Messing rauskommt, werden wir gleich sehen. Ja, ja, das erste Mal. Ab und zu muss man es auch mal machen. Ich würde es aber allerdings nicht in jedem Gebäude machen, weil sonst wühlen wir uns fest. Ab und zu muss es auch mal sein. Oh, dann nehmen wir den gut noch mit. Hm. Schön. So, Wortima. Hier hatten wir, glaube ich, auch soweit alles mitgenommen. Das hat man noch nicht mitgenommen. Da müssen wir gleich noch rein. Ich glaube, das machen wir auch zuerst, bevor wir uns hier dicht wühlen. Ey, Shorty, du Bremsspur, hä? Warte mal, Shorty, ich hab Durst. Einen Moment. Alter, Shorty, noch lauter geht's nicht, oder was? Shorty. Shorty, du alte Bremsspur, hä? Komm mal her hier. Siehst du, schon wieder was übersehen. Das ist furchtbar. Dich können wir aber zerschreddern. Dich genauso. So, das hier nehmen wir einmal mit. Da können wir noch was rausholen. Okay. Wieso viel zu wenig von dem ganzen Zeug? Das sind auch Mechanical Parts, ne? Ja. So, die geht auf, weiß ich. So, aber ab und zu muss es mal sein. Wir gehen da auch gleich raus. Ich will lediglich den einmal auseinandernehmen. Wenn was Brauchbares rauskommt, heißt das. Nur, da kommt anscheinend nur Eisen raus. Und hier kommen zumindest ein paar Parts mit raus. Das ist gut. Vielen Dank. Und aus dem auch. Okay, haben wir Reparaturkits? 3. Müssen wir auch mal welche herstellen. Ich glaube, das können wir. Können wir gleich zu Hause mal gucken. Dankeschön. Hier noch einmal. Es gibt, glaube ich, ein paar Rohre. Jo. Und natürlich gutes Eisen. Und dich nehmen wir auch nochmal auseinander. Ja. Ab und zu muss man es dann machen. Und ihn hier natürlich noch. Gut, hier ist nichts Wichtiges mehr. Klar, da unten könnte man noch ein bisschen. Wir sind aber so. Komm, wir haben Zeit. Der Händler macht erst um 4 auf. Machen wir zu, die Schotten. Nehmen wir die hier noch auseinander. Und dann gehen wir mal nach Hause. Ich will nach Hause, bevor es Nacht wird, sonst sind wir mich wieder überladen. Dankeschön. Aber wir haben halt kaum Parts. Da passt das mal ganz gut. Dankeschön. Rohre. Ja gut, wir werden später keine Rohre mehr brauchen. Zumindest nicht so viele, wie wir haben, aber... Kann man den auch auseinandernehmen? Tatsächlich. Gut, so. Jetzt räucht es aber auch. Guck mal, die Nachbarn sind auch schon im Anmarsch. Ich weiß nicht, was da rumrennt.
Klingt auf jeden Fall nicht gesund. Ach, das Normale, okay. Alla Mauchi. Jut, jut, dann gib mal die Mülltonne her. Jo, das nehmen wir doch gerne mit. Plastik nehmen wir auch nochmal mit. Dankeschön. Das haben wir gar nicht gelootet. Guck mal, gib nochmal ein Fahrzeugebuch, ein Träumchen und wir schradeln, würde ich sagen. Mit unserem ultra coolen Biker-Set habt ihr schon recht. Voll das harte Biker-Set an, aber auf dem Fahrrad durch die Gegend. Ah, warte mal, das müsst ihr euch mal in der Realität vorstellen. 9mm Waffen nutzen sich 20% langsamer ab, das ist doch auch gut. Echt, so ein schöner Harley-Fan auf dem Biker-Treffen, ordentliche Ledermontur, richtig Biker-mäßig und der kommt da mit dem Drahtesel vorbeigeschradelt. Schön. Okay. Das ist wie eine Werbung, die ich weiß gar nicht mehr, was für eine Werbung das war. Von irgendeinem Autovermietung auf jeden Fall. Auch voll die Heavy-Metaler da mit ihrer Band, wollen dick ordentlich Party machen. Dann kommt einer von denen mit einem gemieteten rosa Auto an. Schön. Aber gut, so ist es halt manchmal, ne? So, denn dieses Fahrrad. Passt nicht mehr? Okay, gleich. Erstmal schmelzen alles drin, was passt. Bei Handwerk genauso. Den, zack. Nahrung, Tränken, ein bisschen hatten wir da auch. Sormen haben wir, glaube ich, gar nicht. Nein, Munimatz, schon ein bisschen. Muni selber haben wir auch ein bisschen viel. Medizin. Jo. So, Parts haben wir auf jeden Fall. Das sind ja die Waffenparts, aber das passt schon. Hau rein. Warte mal kurz. Sortier hier mal ordentlich. Ja, ein bisschen. So viel haben wir jetzt nicht, aber ein bisschen, ne? Baumaterialien haben wir schon weggepackt. Und Mods, da geht die mit drin. So, Geld kommt gleich extra. Das geht im Verkauf. Das kommt extra. Das ebenfalls. Verkauf, die gehen extra. Wir sammeln erstmal ein paar an, bevor wir sie benutzen. So lohnt sich das nicht. Schön. So, Geld drin, das drin, das drin. Naja, zumindest sammelt sich ja so ein bisschen was an. Ja, guck mal, wir haben gerade mal 9 Lockpicks. Ich wollte nicht aussteigen. Die wollte ich mitnehmen. Dankeschön. So, und dann googeln wir gleich mal, ob wir uns ein paar Reparaturkits machen können. Schön wär's. Zack. So, ich glaube, so im Inventar können wir die einfach so herstellen, ne? Ja, ja. Und dafür brauchen wir nach wie vor geschmiedetes Eisen und Klebeband. Okay, geschmiedetes Eisen haben wir so gut wie nichts mehr. Könnten aber mal ein bisschen was brutzeln, so ist es nicht. Wie viel würdest du denn hinkriegen? 97. Wir brauchen ja auch so noch Eisen. Wir machen mal 50. Geben wir noch ein bisschen Holz. Dankeschön. Boah, Dimmer. Hier, das kann auch mit drin. Und, warte mal. Ein Eisen kannst du behalten. Damit das in Zukunft wieder reinpackt. Das Geräusch von Eisen jetzt. Und Klebeband haben wir so auch nichts. Dann machen wir gleich mal ein bisschen. Wir haben jetzt im Moment Zeit, wie es der Händler aufmacht. So, hau rein. Bitte. Eine Zwischensort. Also was, das machen wir in der Werkbank. Dann haben wir zumindest das Inventar frei. Klebeband. So, mach mal so viel wie du kannst. 35 Stück. Dann ist das Stoff alle, ne? Ja. Okay. Stoff schon wieder alle, oder was? Oder haben wir... wo wir ständig Stoff mitnehmen, ne? Boah, Klebeband kann man eigentlich nie genug haben, wenn man ehrlich ist. Aber wir haben zumindest noch 118 Stoff über, aber kein Kleber mehr. Egal.
Gibt zumindest ein bisschen Klebeband, den passt halt doch. So, Stoverin. Guck mal, hier haben wir sogar noch 13 geschmiedete Eisen. Die machen wir jetzt gleich zur Reparaturkits. Haben wir da zumindest mal ein bisschen was auf Vorrat. Okay, mal. Einen kannst du drin lassen. Die nehmen sie mit. Und die machen wir jetzt im Inventar. Reparaturkit. Dankeschön. Jo. Dann müssen wir eine 15 Stück einstecken. Und unser Freund, der Recti, macht auch gleich auf. Und ihr sagtet, ich soll meine Bude aufräumen? Ist doch top in Ordnung, die Bude. Ist doch alles tibi-tobi hier. Bleiben ja eh nicht hier. So, einmal rauf hier. Ja, ich liebe die Mods. Schön, nimm mit. Guckt er mich nur ein. Gut, Drink gehen. Haben wir erstmal gut. Muss ich das mal gucken. Ich hatte was angesetzt, ne? Glaube ich. Einmal kurz Lugi Lugi machen. Ja. Hier, zwei kannst du mal wieder auffüllen. Das kann auch erstmal so bleiben. Das geht erstmal hier mit drin. Na, guck mal, haben wir auch schon wieder 17 Stück. Was haben wir auch ein bisschen? Das passt wunderbar. Schön. Restock hat der... Wer müsste Restock haben? Ich nehme das Geld mal mit. Warte mal. Weil ich glaube, Tag 7 das letzte Mal. Das heißt, er wäre jetzt wieder dran. Fahren wir mal hin da. Macht jetzt eh auf, der Gute. Ich finde das so schön, dass der wirklich jetzt um 4 aufmacht. Das ist echt wie ein Träumchen. Nein, 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 nein. Danke. Es ist dein. Okay. So, dann machen wir auf, mein Freund. Danke. Trader Rick is now open. We got food, squares, if you got the money. Hallo, so, Ricky. You think you're pretty smart now, don't you? Du hast ja nur Mist. Wir nehmen die Pflastersteine. Oh, Stufe 2 abgeschlossen. Aber nur eine Belohnung, ne? Ich glaube, Hochgestufe haben wir noch nicht. Das hatten wir doch gesehen. Ihn sowieso nicht. Pflasterstein, das ist gut. Fallenpaket ist aber auch nicht schlecht. Körperpaket, Nahrungspaket. Ich glaube, ich nehme das Fallenpaket. Ich meine aber, jetzt muss man was gucken. Belohnungsstufe 2 Quest abgeschlossen. Doch, einfach, das war schon. Gut, dann hat er mich wohl verzählt. Ich meine, wir hatten erst 16 von. Oder 26 von 30. Aber anscheinend haben wir die 30 voll. Die nächste Stufe wäre 60. Das müssen wir eh bei Jen abholen. Mhm. Wir kommen in den Händlern viel zu schnell hoch. Wir haben noch gar nicht die Ausrüstung. Take a look at the shit I got, but don't expect me to. Jo, und er hatte Restock. Ne, das ist mal alles gar nicht wichtig im Moment. Auch Rüstung schon so ein bisschen. Ja, komm, wir kaufen immer. Das eigentlich auch wegen dem Schockstab. Schrotflintenmissiles haben wir. Schlagmannband 2 haben wir jetzt nicht. Brauchen wir aber nicht unbedingt, da wir keinen Knüppel benutzen. Ansonsten, ich hatte gehofft, er hat Arbeitsstation. Und guck mal hier. Die brauchen wir auf jeden Fall noch einmal. Nimm. Und nimm. Jo, jo. Und Knarre, die ist mir zu teuer. Out there. You wouldn't wanna get hurt. Bade. Don't test Rack, my patience. Die lenkt mich nicht immer ab. Than your wallet. So. Thank you very much. And now gucken you wir erstmal hier fuck yourself. Luftfiltermine. Okay. Radkappenmine, Stacheldrahtzaun, 5 Eisen. Ah ja, können wir bei der nächsten Horde mit benutzen. Und zweimal Rüstung. Zweimal Robotik. Und Fallen gab es auch noch dreimal. Besser als nichts. Und das kommt bei uns in die Wurzelsammler. Gut, er selber hat ja wirklich erst am nächsten Tag, ne? Ich glaube, wir fahren doch nach Jen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jen ist echt so weit weg. Und mit dem Fahrrad diese weiten Strecken. Ist nicht schön, sage ich ganz ehrlich.
obwohl ich das Verbrannte schon sehr gerne mag. Aber das Moped wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Natürlich könnte man jetzt auch einfach am Verbrannten eine ganze Weile bleiben. Man baut eine Kiste, wo man alles reinschmeißt und nimmt das hinterher mit. Ah, dann müssen wir uns nass aber irgendwo für kriechen, was eigentlich gar nicht meins ist. Die beiden Mods hatten wir hier drin, ne? Das sind genau die. Dann kommen die hier hin. Zack, zack. Haben zumindest beide die Mods drin. So, und das werden wir bei der Horde benutzen. Das kommt erstmal rein. Gel kommt wieder rein. Die Steine kommen natürlich da vorne rein. Ah, gefallen tut es mir nicht, aber ich habe jetzt keine andere Wahl. Nee, hier rein. Wir werden wohl einmal nach Jin fahren müssen. Jetzt nur die Frage, nehme ich da jetzt die Quest an, die uns gleich zum nächsten Händler bringt? Das dürfte ja Bob sein, in der Wüste. Warum eigentlich nicht? Wo die Jin gehen, ne? Wo war Jin? Hier oben, ne? Ja. Schneller Wegpunkt, das wären... Ah, sag ich ja, die ist so weit weg. Naja, nichtsdestotrotz. Wir werden's versuchen. Gut, dann sind wir trotzdem für diese Folge erstmal am Ende. Nächste Folge geht's hier natürlich weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dann machen wir halt ein Quizgründchen im Verbrannten. Ich nehme auch die besonderen Aufträge von ihr an, um zu gucken, wie weit Bob weg ist. Vielleicht ist es sogar ganz in der Nähe von uns. Schaden tut sie fast nicht. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye.